glaube, die Erfahrung, Russisch zu können, halbwegs jedenfalls, sagt mir mehr über Sprache an sich als über das Russische speziell oder das Deutsche. Ich glaube, keine Sprache eignet sich, in eine, um in eine andere übersetzt zu werden. Кто-то говорит «стол», то что себе представляют другие под этим словом, очень трудно визуально представить. Je weiter man übersetzt, desto verzweifelter wird man sozusagen als Übersetzer. Переводческая проблема возникает независимо от того, это немецкий язык, греческий, латинский, английский, китайский. Это всегда возникает. Die Frage ist ja aber dann hoffentlich nicht, wie viel verloren geht, sondern wie viel kann ich transportieren? Die DDR-Sprache, und zwar meine ich jetzt die offizielle Sprache, die bei uns Parteichinesisch oder Kaderwelsch hieß, diese Sprache war ja hauptsächlich aus dem Russischen übersetzt. Also das Russische hat für mich eine wärmere Temperatur und es hat eine größere Bandbreite, was den Ausdruck von Gefühlen betrifft. Я по многим позициям, как филолог, скажем, считаю себя скорее учеником вот немецких классиков филологии, чем каких-то русских людей. Культуры общаются между собой. Общаются не сразу, не в пределах одной книги, которую ты переводишь. А это долгий процесс и не безнадежный в целом.
das erste Mal in die Sowjetunion gefahren bin, das war 1974, da fuhr man durch so eine Art Tor und da stand dran Dobro pozdravljat und dann fuhr man in Brest eben, oder war das nicht in Brest, vielleicht ging es nach Leningrad, jedenfalls in einen analogen Bahnhof ein, wo das Fahrgestell gewechselt wird. Und da habe ich natürlich geguckt und da stand Stoi pod gruzom. Und da habe ich gedacht, oh, eine Losung, ne? Das soll irgendwie heißen, also irgendwie trage, was dir auferlegt ist, oder also nicht so biblisch, aber irgend sowas, also dass man sozusagen seine Kräfte zusammennehmen soll und die geforderte Leistung irgendwie bringen oder ja. Und dann bewegte sich da irgendwas, dann stand da Nirstoi pod gruzom. Dann habe ich gedacht, oh, man soll nicht stehen, sondern man soll laufen. Und hinterher habe ich kapiert, dass das einfach ein Kran war und dass das hieß so ungefähr im Schwenkbereich Aufenthalt verboten oder sowas. Ne? Und da habe ich gemerkt, dass ich einfach erwartet habe, jetzt komme ich in das Land, das ideologisch derartig aufgeladen ist, dass jede schriftliche Botschaft irgendwie so eine Art Appellcharakter, also hat es ja auch, aber das ist was Ideologisches und nicht was rein Praktisches ist. Ne? Когда я начинал изучать немецкий язык, это был 69-й год, мы его изучали по ГДРовским текстам. Я был хорошим студентом, я все хорошо, так сказать, знал. И на втором году обучения мне в руки стали попадать западные журналы, газеты. И я с ужасом увидел, что я не понимаю вообще ничего. Что это какой-то совсем другой язык, и мне его пришлось учить заново. Там другая конструкция фразы, по-другому строится текст, другой набор каких-то опорных слов. Хотя вроде бы тот же язык, да? Для меня принципиально важно, что приходится за последние вот 10 лет приходилось нагонять очень много пропущенных в области культуры явлений, которые не освоены языком. Es gibt einen ganzen Haufen Gemeinsamkeiten, aber die Gemeinsamkeiten fallen einem wahrscheinlich nicht so sehr auf. Die fallen einem erst wieder vor dem Hintergrund einer dritten Sprache auf, die vielleicht ganz anders konstruiert ist. Das Russische und das Deutsche sind ja verwandt, sind beides indoeuropäische Sprachen, aber die meisten Wörter, die sie gemeinsam haben, sind eigentlich welche, die in beiden Sprachen fremd sind. Also weder russische Wörter im Deutschen noch deutsche im Russischen, das ist die Minderzahl. Ja, und wenn es dann solche lateinischen Wörter sind, dann geht man vielleicht naiverweise erstmal davon aus, es ist dasselbe, aber... Строго говоря, у каждого слова своя история, строго говоря. Но, по крайней мере, одну общую тенденцию, не для всех, конечно, случаев, можно сформулировать, я думаю. Она связана с тем, что, как правило, вот если речь идет о словах латинского происхождения, таких традиционных словах европейской культуры, то в Германии, как и в большинстве стран Западной Европы, это слова с историей. То есть ну, они входят в язык немецкий, скажем, достаточно рано, ну, по крайней мере, там 500-600 лет назад они уже каким-то образом в немецкий язык входят, и они входят с целым комплексом под своих, да, то, что я говорю, как растение, да, то есть у них есть корень, у них есть стебель, у них есть какие-то листья или цветы, и мы можем проследить историю слова по его смысловой какой-то наполненности. Besonders tückisch kann es sein, wenn man glaubt, man erleichtert sich das Leben, indem man mit einem Russen spricht und Wörter benutzt, die beide Sprachen kennen, die dieselbe Wurzel haben, die vielleicht weder Deutsch noch Russisch ist, die einem geläufig ist und wo man denkt, da kann man sich ein bisschen ausruhen und es wird ganz bestimmt keine Missverständnisse geben. Проблема то, что это слова вот срезанные верхушки очень часто в нашем употреблении латинизмы и вообще западные интеллектуальные, так скажем, вокабулы вот эти, они представляют собой срезанные верхушки. То есть то, что сейчас в ходу в речи,
А все, что было до того, оно остается там. Так же, как вот со словом «дискурс». Да? Только то, что, то, чем дискурс сейчас значим для интеллектуальных каких-то дебатов, а все, что связано с дискурсом применительно к длительной многовековой истории этого слова в рамках немецкого и других европейских языков, это отсутствует. Поэтому первый вопрос, когда начинают обсуждать, ну что же такое дискурс? Im Deutschen ist bis ins 17. Jahrhundert, glaube ich, das Lateinische noch die Sprache gewesen, in der man seine wissenschaftlichen Arbeiten abgefasst hat. In den 70er Jahren musste man noch das große Latinum nachweisen, wenn man eine Geisteswissenschaft studieren wollte. Und diese Spuren sieht man heute noch sehr deutlich. Для многих вот, латинских по происхождению понятий, вот, для российского человека вот такая ситуация, он с ними сталкивается, если он, конечно, не учил латинский язык, там, и все это другой вопрос, то это просто вот ситуация, когда человек оказывается без опоры под ногами. Ну, и повисает, и ему надо что-то срочно, как вот лягушки в этой самой, в банке с молоком, болтать ногами, пока не появится какой-то кусок масла, на который можно усесться. Вот, собственно, процесс такой часто происходит, обработки вот этих слов, когда начинают усиленно болтать ногами, чтобы создать какую-то основу, то есть пытается это слово каким-то образом вот в речи обработать, чтобы за что-то можно было зацепиться, чтобы это слово обросло каким-то контекстом, чем-то вообще, да, потому что внутри у него ничего нет. Вот внутренняя форма слова, заимствованная у Гумбольдта, вот стала с таким ужасным куском масла, который набили, но без всякого совершенно смысла, потому что у Гумбольдта, как человека классической европейской культуры, форма обладает совершенно другим смыслом, чем это, вообще говоря, вот слово «форма» присутствует в русском языке. У Гумбольдта форма строит язык, а для русского человека форма не может ничего строить, она только внешняя, она только вот для видимости, для окаженности. Ich finde aber, dass man Sprachen, wenn man sie vergleicht, sie immer in Bezug auf was Drittes vergleicht, nämlich auf die Welt, die sie in irgendeiner Form abbilden oder besprechen und auf ihre Fähigkeit, wie genau sie das tun und auch wie genau sie das tun. Немецкая литература всегда гораздо точнее русской. Это такая серьезная проблема, особенно в поэзии, когда начинаешь пытаться переводить немецкую поэзию, это для русского читатели иногда совершенно чудовищно, потому что это напоминает какие-то бухгалтерские отчеты. Там все настолько точно обозначено, что приходится просто очень многое выбрасывать, иначе это не будет восприниматься как поэзия по-русски. Ну вот, пожалуйста, вот просто начинается стихотворение Грюнбайна, да? «Mit den Fühlern voraus, wie die Schnecke ins Rennen geht». Да, абсолютно точное, да, с этими двумя этими, значит, рожками, как движется улитка. Да? А для русской поэзии совершенно дико, причем тут рожки, так, причем вперед, как бы, да, они до нее движутся. Здесь очень точно все обозначено. То есть это наверняка будет в переводе как-то смазано. Ich finde nicht, dass das Übersetzen immer nur ein Verlustgeschäft ist. Natürlich, davon redet man immer und das hat man als erstes im Blick, wenn man anfängt zu übersetzen, schaut man ins Original, was ist da drin und tatsächlich wird man nicht umhinkommen, einiges davon dann auch unterwegs zu verlieren. Aber wenn man dann mit dem Text irgendwann in der eigenen Sprache ankommt, dann tun sich da doch auch ganz andere Felder auf und zum Teil passiert das sogar ohne, dass man es selbst merkt. Есть многие авторы, с которыми в этом смысле, конечно, сложно, так же, как с тем же Грюнбайном, потому что
У нас нет традиции ученой поэзии. У нас последний ученый поэт был Ломоносов. Это было довольно давно. Ich glaube, man darf einfach auch nicht so ängstlich und verkrampft sein. Man muss sich das auch zugestehen, etwas in den Text einzubauen, was im Original nicht drin war, einfach um diesen Verlust an Komplexität nicht zu haben. Eventuell dann natürlich durch eine kleine Verschiebung im Sinn, in der Form, in irgendeiner Hinsicht, aber die ist sowieso zwangsläufig. Когда я Гессе вот эту вот фабулировал, переводил, для меня задача была в том, чтобы в этой книге практически не было примечаний. Потому что, ну, она очень легко написана. А в оригинале это очень такое легкое, неутомительное чтение. Там она и называется еще «Фабулья Бух», да, кстати, как вот такие занимательные истории, по сути дела. И задача была в том, чтобы как-то обойти вот все эти случаи, когда требуется комментарий. Ну, в некоторых случаях пришлось радикально обойтись, там, скажем, просто некоторые вещи я не включил, потому что они бы ломали вот всю эту легкость изложения. Das Übersetzen von Zitaten ist immer schwierig, weil man sie erstmal erkennen muss natürlich, das ist die ganz elementare Schwierigkeit, und dann aber auch, weil selbstverständlich jedes Zitat einen ganzen Kontext hinter sich her schleppt, einen ganzen Resonanzraum, den man ja in irgendeiner Weise auch in den übersetzten Text versuchen muss einzubringen. Как пример цитаты и проблемы соотношения контекстов, это вот название этой книги «Erklärte Nacht», которая, конечно, соотносится с соответствующим другим названием «Verklärte Nacht», которая, однако, в России совершенно неизвестна. Ich glaube, die Russen zitieren mehr als die Deutschen erstmal. Vielleicht zitieren sie auch mehr aus der Literatur als die Deutschen. Ich glaube, man kann sagen, dass es im Russland, im Russischen, unter den russischen Lesern doch noch sehr viel stärker einen literarischen Kanon gibt als unter den Deutschen. Also in der russischen Schule wird noch ein festes Textkorpus gelehrt, das ist Pflichtprogramm, und es wird auch viel mehr auswendig gelernt als im Deutschen. Im Deutschen liest man, analysiert man vielleicht, aber Gedichte auswendig lernen ist, glaube ich, heute in den Schulen nicht mehr so sehr gefordert. Und auch ich, also ich bin ja in den 60er Jahren in die Schule gegangen, ich habe kaum was auswendig gelernt. Das wurde nicht verlangt. Und das hat dann schon Rückwirkungen auf das Wiedererkennen der Texte, auch irgendwie auf die Begeisterung, mit der man sie wiedererkennt. Ведь смысл таких цитат и отсылок заключается в том, что это сразу вызывает у читателя: «А, это же вон что, какую-то реакцию, я же знаю, я же помню». Когда это надо долго и утомительно объяснять, это все равно не вызывает никакой реакции. Ну да, говорят, ну понятно, ну это совершенно неинтересно. Ein Beispiel für ein Gedicht, das wahrscheinlich doch eher im Russischen möglich ist als im Deutschen. Ein fast nur aus Zitaten aufgebautes Gedicht, das diese Zitate, sehr bekannte Zitate, auf eine für russische Hörer sehr komische Weise kombiniert. Dmitri Volchek. Вот сердце биться перестало, но это зло не столь большой руки. Сравни его с куском металла, попавшего в тиски. Шалун уж отморозил око, а лед бежит, бежит, бежит. И рыбу бедную жестоко прохожий жадный потрошит. Та под ножом счастливая Та под ножом счастливым бьется, как гений чистой красоты. Чуть трон и мышца разорвется от блеска серной кислоты. Das ist so ein Kabinettstückchen der Zitattechnik, das natürlich im Deutschen überhaupt nicht zu reproduzieren ist. Hier hat mir auch, glaube ich, die Sprache nicht so geholfen. Das Einzige, was man eben rüber retten kann, ist, dass man zeigt, es sind sehr unterschiedliche Stil Höhen vielleicht auch kombiniert, also was Lakonisches, was Feierliches. Наверное, это переводы не для, вот не для всех, как у нас сейчас есть на телевидении рубрика «Кино не для всех». Но они тоже имеют смысл.
То, что в каких-то случаях расценивается, может быть, как неудачный перевод, это может быть перевод, для которого нет читателя, так скажем. Есть в математике понятие пустого множества. Это множество, в котором нет ни одной единицы. Все, что связано с движениями человека, а это не обязательно его попытка невербальным способом, то есть посредством жестикуляции объясниться, все является собой большую сложность в передаче этого в материале слова, словом. Normaler Mensch kommt ins Zimmer und macht dann das Licht an. Dostojewski macht's umgekehrt. Er macht das Licht an, kommt, betritt dann das Zimmer. Важно только понять, что в переводе вот этот язык тела – это не то, что у разных народов существуют разные жесты, у русских вот такой или вот такой, а еще есть вот такой, да, на Западе, и других не будем показывать. Да, но это трудность минимальная, ее в любом тексте всегда можно обойти, показать, описать. А самая большая трудность состоит в том, что и автор, когда он описывает какой-то жест, какое-то движение человека, какой-то порыв тела, находит для этого такие слова, чтобы это было, чтобы читатель, чтобы у читателя возникал соответствующий образ. Also was am häufigsten vorkommt. Also ich glaube, am häufigsten bei Dostojewski wird gegangen und gesprochen. Wobei, also der fünfte Stock, also zumindest der dritte Stock und die Treppe und der Turm und der Rand eines Abgrunds eine ganz große Rolle bei Dostojewski spielen. Aber es wird gegangen, es wird geflogen. Er braucht das, um zu fliegen, um abzuspringen, ein Gefühl. Oder dass so eine, die Höhe hat auf ihn einen Sog und so. Das hängt aber mit den Charakteren dann zusammen. Пошел. Человек пошел. Казалось бы, простое обозначение. Дальше он пошел в припрыжку, приволакивая ногу, прихрамывая. Мы видим, какое здесь количество возможностей, разных высказываний есть. И надо просто понять, что ты вот совершенно верно было сказано, что автор тоже ведь он переводчик. Автор переводит язык этих зрительных образов или каких бы то ни было в словесные. 1796 Novalis in dem Brief an Schlegel anlässlich der Hamlet-Übersetzung. Am Ende ist alle Poesie Übersetzung. Und wenn man unter Poesie Kunst versteht, wie Schlegel das verstanden hat, dann muss man sagen, am Ende ist jede Kunst Übersetzung. Denn die Musik oder die Sklaven von Michelangelo, das sind alles Übersetzungen. Для меня главное здесь, поскольку и вот я настаиваю здесь на мысли, что язык это все-таки обозначение, вот что. Мы никогда до конца не будем знать, что имел в виду автор, когда сказал вот именно это. Потому что что было в его сознании, знает только он. А дальше остается читатель, который прочел фразу и увидел какой-то образ. И переводчик в этом смысле от читателя не отличается. Он увидел образ, он увидел какое-то движение, которое произошло так-то, а не иначе. И вот как он его увидел, так он и должен его воспроизвести. И дальше уже, конечно, его искусство, его мастерство состоит в том, чтобы понять, какими средствами автор это движение в текст втащил, и такими же средствами, похожими, неважно, добиваясь того же эффекта, сделать это в переводе. Der Fluch dieses Geschäfts ist, dass der Leser niemals mit dem Text Auge ins Auge ist. Also ich bin immer dazwischen.
Und ich bin 23 geboren, bin unter bestimmten Bedingungen aufgewachsen, finde bestimmte Dinge schön und andere Dinge nicht schön. Und das fließt natürlich in die Übersetzung mit hinein. Я только знаю всегда одно, что когда возникает что-то, связанное с движением или с просто разговором о человеческом теле, то сразу встречаются трудности, когда ты оказываешься в положении человека, которому что-то надо делать, а никаких инструментов, кроме двух рук, нету. Ну, я не говорю там, это немецкая нога, которая и Bein, и Fuß, да, и рука, которая Hand und Arm, это извечное, да. Но таких примеров множество. Verbrechen und Strafe fängt an mit einer sehr typischen Geste. Ein Mensch geht die Treppe runter und tritt auf die Straße. Und das ist ein sehr langer Satz. Und als ich nach Deutschland kam und nun Dostojewski in Übersetzungen vor mir hatte, staunte ich immer und habe diesen ersten Abschnitt immer wieder verglichen. Weil die Eltern Übersetzungen ganz logisch dachten und sich sagten, ein Mann kann nicht aus der Kammer im fünften Stock auf die Treppe, auf die Straße treten. Und nun, im Süddeutschland sagt man sich verkünstelt. Nun habe ich mich also da sehr angestrengt und habe die Struktur dieses Satzes behalten. Und bei mir tritt Raskolnikow, ein junger Mann, tatsächlich, also wir wissen noch nicht, dass es Raskolnikow ist, auf die Straße. Und eines Tages, da waren also schon, weiß nicht, da war schon der Idiot, glaube ich, da oder was, da hatte ich einen Kurs in Aachen und habe diesen ersten Satz gebracht und plötzlich meldet sich einer der Teilnehmer und sagt, aber das ist doch die Treppe, der ganze Satz ist die Treppe. Und tatsächlich, dieser Satz geht runter, bis auf die Straße und das ist eine Serie von Stufen. Ich wusste das selber nicht, aber es stimmt. Вот фраза из Кафки, помеченная, да? Это отель в Эдромане Америка, толкотня у лифта, лифты не ходят. И значит, вот эта толчая, дальше значит, es gab Gäste, die von Unordnung sprachen und ein Herr, der eine Dame begleitete, berührte klar sogar leicht mit dem Spazierstock, um ihn zur Eile anzutreiben. И я вот думал, ну почему же у меня плечо? Действительно, у Кафки жест, так сказать, направление жеста не обозначено. И на самом деле, в общем, это преступление со стороны переводчика, что я это сделал. Потому что ведь можно себя помыслить совсем и не в плечо. Можно помыслить, что он его ткнул тростью в заднее место, извините, да? Или даже за ногу. Und da ist eben, das ist die große Versuchung für den Übersetzer, deutlicher zu werden, als der Autor ist. Und das darf nicht sein. Но русский язык требует здесь, если ты это оставляешь в конце предложения, оно повисает, и здесь нужен объект. А фраза иначе не выстраивается. И я очень долго мучился, и все-таки потом решил, я себя заставил много раз вообразить этот жест, и все-таки решил, что это было так. И более того, я убежден, что если бы Кафка писал по-русски, он бы обязательно здесь указал куда. Или уже закрутил бы совсем другой текст, понимаешь?
Потому что вот, вот невозможно объяснить, почему. Это очень смешно. И, конечно, когда принимаешь такое решение, принимать его ужасно страшно, на самом деле. Übersetzen ist an sich ein Verlust. Wenn man den Kopf verloren hat, braucht man der Mütze nicht mehr nachweinen. Verstehen Sie, übersetzen geht es nicht. Keine Übersetzung ist ein Doppelgänger des Originals. Und das ist das Weh und das Glück eines Übersetzers. So ist es. Man kann keinen Doppelgänger schaffen in einer anderen Sprache. Das ist unmöglich. Nicht? Und ich sage ja, aber wenn man das weiß und der Kopf sozusagen ab ist, dann kann man an den einzelnen Worten nicht mehr trauern. Sonst kann man das überhaupt gar nicht machen. У Кавки все естественное удивительное, все удивительное естественно, а все естественное удивительно. Вот так построены его тексты. Он большой мастер сдвинуть чуть-чуть привычный оптический образ в сторону некой странности такого сновидения, как бы. И поэтому у него все, что связано с языком тела, во-первых, отмечено какой-то такой необычной угловатостью и легким налетом сюрреальности. Это логика сна. Именно все, там, все, что происходит противоестественно, воспринимается как абсолютно логично. И только любое всякое логичное движение оказывается абсолютно нелепым и странным. И в этом, конечно, очень большая трудность именно перевода Кавки. Und an den Brüder Karamazow jetzt habe ich mir etwas unglaublich Freches geleistet. Ich konnte ja nun den Titel nicht ändern. Also ich ändere ja so gerne Titel. Ich konnte den Titel nicht ändern. Aber da gibt es ein Buch und dieses Buch überschrieben mit einem Wort Nadrive. Und ich habe seit 20 Jahren darüber nachgedacht und habe in der Akademie der Wissenschaften, wo war ich eingeladen und habe darüber gesprochen und in einem internationalen Dostojewski-Kongress in Amsterdam. Und ich habe diesen Neologismus eingeführt. Er steht drin, Nadriv. Das ist die bewusste Selbstzerstörung als eine Möglichkeit der Freiheit. Im Grunde dieses Wortes liegt das Wort rvat, reißen. Oder kotzen. Reißen können Sie eigentlich nur faseriges Gewebe. Also Eisen können Sie nicht reißen, Holz reißt, aber das ist eine Metapher. Und wenn Sie reißen und die Spannung bleibt, es macht nicht also krach bis nach unten, sondern die Spannung bleibt. Das ist Nadarvat. Und das ist ein, in der Physiologie ein Ausdruck, das ist, wenn man einen Bruch bekommt. Und da finde ich so interessant, wenn bei Ihnen im Bauch das Gewebe auseinandergeht und das, was drunter ist, ein Darm oder was, wie so eine Faust da rauskommt, haben Sie einen Bruch. Und ich sage, ja, nadarvalas. У меня грыжа. Надорваться. Das heißt, eine übergroße physische Anstrengung, die also eine physiologische Folge haben kann. Видимо, вот
та скованность, неестественность языка человеческого тела, которую Кристо Вольф так постоянно акцентирует в этой повести, она же очень занимала и Кляйста тоже. И она его занимала изнутри, как человека, с одной стороны, который сам был нагружен большим количеством комплексов и явно имел проблемы с реализацией просто своего тела, скажем так, просто тела, и всего, что с жизнью тела связано. Это с одной стороны. С другой же стороны, он видел, до какой степени искусственно, искореженно все, что связано с жизнью тела в современном ему обществе. Es ist ausgeschlossen, dass Dostojewski bei seiner Art zu schreiben sorgfältig die Worte anbracht an bestimmten Stellen. Es ist wie mit 42 Fieber. Er hat die Worte bestimmt nicht platziert. Wie sind sie? Wie kommen die an ihre Stellen? Das ist eine Frage. Ich muss verstehen. Auf irgendeine Weise muss ich das Sinnwidrige oder das Sinnvolle eines Wortes im Abstand von 200 Seiten, die Wiederholung, einsehen. Denn wenn ich aus dem Bauch mache, ich weiß es nicht, wahrscheinlich mache ich es nicht aus dem Bauch. Deswegen halte ich nichts davon, dass also man ein Künstler ist. Also ich glaube nicht, der Übersetzer muss ein Goldschmied sein oder irgendwas mit Mikroskop arbeiten oder so. Der Anteil des Bewusstseins muss sehr groß sein. Und das ist natürlich, das kann man in der modernen Gesellschaft überhaupt nicht erwarten, dass der Übersetzer in der Lage ist, im Abstand von 180 Seiten etwa, ein Wort zu erhalten. Я не знаю, здесь я сторонник очень простой вещи. Я считаю, что был прав Кант и прав Шеллинг, когда говорил, что в эстетической деятельности сознательное и бессознательное идут рука об руку, и разделить здесь, разъять одно от другого нельзя. Происходит все то же самое и в переводе, потому что, с одной стороны, иной раз вот видишь фразу, и ну, мгновенно молнией приходит эквивалент по-русски. Иной раз ты сядешь и будешь ее разбирать на винтики и на суставы. Это поможет, но в конечном итоге решение все равно приходит некоторым образом. Оно должно быть в тебе, оно должно в тебе как бы созреть, вырасти. Поэтому, конечно, аналитическая работа необходимо, но, как сказали бы немцы, nur damit allein ist das auch noch nicht geschafft. Только одним этим этого тоже, конечно, не сделаешь, никак, нет. И я думаю, в общем, тем хороший переводчик и отличается от плохого, что все-таки ему дано умение, да может даже и просто дар, вот услышать сразу в произведении то, что порой невозможно сформулировать никаким анализом. Понимаешь, вот эту какую-то... Вот что-то внутреннее такое, что... Ну, как если бы, да, мелодию можно записать нотами, да, но чтобы ее извлечь, чтобы ее сначала услышать, нот не нужны. И вот это нужно услышать. Natürlich, das ist für jeden Übersetzer das größte Problem, eben den sogenannten Hinterhof der Wörter oder eines Wortes rüberzubringen, weil das ist eben das Unübersetzbare an dem Ganzen. Das Hauptproblem ist sicherlich, dass es eben im
Deutschen keine vergleichbare Sprachebene gibt, weil ich nicht Matismen einfach mit entsprechenden deutschen sexuell konnotierten Ausdrücken übersetzen kann. Wenn man als Übersetzer arbeitet, da hat man natürlich verschiedene Ebenen, mit denen man sich auseinandersetzt, weil jeder Text so vielschichtig ist. Und da hat man natürlich verschiedene Aufgaben, die man vor sich selbst stellt. Einmal Syntax und Klang, falls es gibt sozusagen. Es gibt auch Metrum in manchen Texten, Wörter und so weiter. Natürlich versucht man so oder so alles irgendwie da zu, würde ich fast sagen, überwinden. Es ist ein großer Kampf da, also alles zu bekämpfen und alles rüberzubringen. Es geht sicher etwas verloren, wenn ich Matismen eben im Deutschen nicht mit einer entsprechenden Sprachschicht wiedergeben kann. Das ist ganz klar. Die Frage ist ja aber dann hoffentlich nicht, wie viel verloren geht, sondern wie viel kann ich transportieren. Natürlich, in gewissem Sinne ist alles übersetzbar. Und natürlich hängt vieles davon ab, zu welchem Zeitpunkt von wem diese oder andere Wendung gebraucht wird. Natürlich ist es an die gesellschaftliche Situation jeweilig im Land alles gebunden, an eine bestimmte Schicht, von der der Sprecher oder die Sprecherin kommt und so weiter und so fort. Natürlich findet jeder Übersetzer immer einen Weg, wie man das oder anderes umgeht. Aber damit man dich versteht, dann musst du das so anders formulieren, dass diese Besonderheit, diese Spezifik des anderen Sprechers aus anderem Land überhaupt nicht, dass er das nicht mitkriegt. Ne? Matt bezeichnet eine Sprachebene des Russischen, die in russischen Wörterbüchern meist euphemistisch umschrieben wird als unanständiges Fluchen. Matt-Ausdrücke können ein unglaublich breites semantisches Spektrum abdecken. Ich hatte vorhin ja schon mal davon gesprochen, dass man Matt-Ausdrücke oder Matismen wie Joker in der Sprache verwenden kann. Ich kann mit Matt-Ausdrücken beispielsweise Schimpfwörter, Beleidigungen, aber auch Anerkennung ausdrücken. Ich kann Matt-Ausdrücke für unbestimmte oder verschwommene Bezeichnung von Gegenständen verwenden, wie man im Deutschen etwa sagen würde, Dings, ich habe die Dings angerufen oder gib mir mal das Dings da. Ich kann Wörter damit verstärken. Im Deutschen könnte man dann vielleicht sagen, unheimlich gut oder irre gut oder mega, super, was auch immer. Ich kann Probleme, Misslingen, Erfolg ausdrücken. Ich kann emotionale Zustände ausdrücken in der Bandbreite von ganz positiv bis ganz negativ. Also all diese unterschiedlichen Felder kann ich mit Matismen ausdrücken. Selbst schon bei diesem Wort prilichny, ne, da bleibt es immer noch sozusagen vom Sprachgefühl immer noch diese Gebundenheit, diese Gebundenheit, Verbundenheit mit dem Begriff, ne, von gewissen Pravila Prilichia waren doch in einer, so in der höheren Gesellschaft. Ne. Das Volk не знал никаких правил приличия, hatte überhaupt das Problem nicht. Ne. Und es ist noch immer noch in der Sprache weiterlebt, diese Pravila Prilichia, которые нужно соблюдать. Das hört sich trotzdem sehr so, auch nicht so bewusst, ne, aber trotzdem, das hört sich sehr altmodisch, prilichny oder neprilichny. Die Grundbegriffe der Ethik oder moral-sittliche Begriffe, die stimmen schon überein, ne, aber die brauchen immer einen Kommentar, damit man
das versteht, wie das gemeint war, was zu diesem Zeitpunkt da darunter zu verstanden war. Eine Facette des Mat, die ich für sehr schwer bis gar nicht transportierbar halte, ist diese spielerische, komische und auch ironische Art. Die spielerische Ebene des Mat oder die ironische, die witzige Ebene des Mat liegt darin, dass Matismen ja nicht sinntragend verwendet werden, sondern sie werden färbend verwendet. Sie verleihen der Sprache Expressivität, Emotionalität, Komik eben auch. Sie werden verwendet eigentlich wie ein Gewürz. Man kann mit Mat ausprobieren, man kann gelegentlich Matismen verwenden oder häufig. Das ist beliebig dosierbar, eben wie ein Gewürz ja auch. Und je nach Dosierung wird das Gericht, wird die Sprache schärfer, wird sie vielleicht auch ungenießbar manchmal, das kann ja auch sein. Ehre heißt Tschist, du kannst damit nichts mehr machen. Tschist, Tschist, Tschist. Und Würde ist das Dünnste und damit kann man auch nicht viel machen. Da musst du nur dann so übersetzen. Aber was das vor dem Hintergrund des kulturellen, im kulturellen Kontext überhaupt bedeutet, das muss man wiederum irgendwo erklären. Und das kann man leider nur über die Übersetzung nicht so rüberbringen. Und als Beispiel könnte man das klassische Werk von Puschkin anführen, Evgenij Onegin. Und die erste Zeile sozusagen, die jeder Russe kennt. Und der Satz, der so gerne zitiert wird, «Мой дядя самых честных правил». Da kommt man dieser Begriff schon Chesny, das mit der Ehre des Chistus werden. Und da weiß jeder Russe, was das, oder ahnt wenigstens, was das ist. Ne? Und jeder hat seinen Chesny-Dyadja, mehr oder weniger. Aber da sieht man schon in alten Übersetzungen oder in allen Übersetzungen von Evgenij Onegin, dass alle Übersetzer damit Probleme hatten. Für die Übersetzung von Mat, aber auch von anderen, von der Standardsprache abweichenden oder wie es in Russisch immer heißt, nicht normativen Sprachebenen, spielt nicht so sehr eine Rolle, ob sie nun aus der hohen Literatur oder aus Massenliteratur stammen. Vielmehr spielt eine Rolle, wie diese Sprachebenen eingesetzt werden. Ob sie differenziert eingesetzt werden, ob sie reflektiert eingesetzt werden und nachvollziehbar oder ob sie einfach um des Skandals willen oder um des Tabubruchs willen inflationär verwendet werden, unter Umständen sogar in Anführungsstrichen inkorrekt. Ich versuche mir die Situation, den Kontext dessen, was ich da übersetze, insoweit zu vergegenwärtigen, dass ich versuche, ein Stimmungsbild für mich selbst zu machen und dann entsprechende deutsche Wörter dafür versuche zu finden. Also seien das nun umgangssprachliche oder zum Teil dann auch sehr derbe oder im Notfall eben auch sexuell konnotierte. Und da muss man erklären, was zu Puschkins Zeit überhaupt in Russland und unter Tschesny gemeint war. Und damals war es nichts anderes als eine gewisse Anständigkeit wiederum. Der Oheim, der Onkel war anständig im russischen Sinne. Ne? Der hat allen Normen entsprochen. Der war normal. Ne? Damit, das wollte eigentlich der Autor sagen, dass er allen
всем правилам приличия соответствовал. Oder wenn wir dann das weiterverfolgen, diese Entwicklung des Begriffs Ehre in der russischen Literatur, dann zur Sowjetzeit, ne, dann war es schon so weit, dass dieser Begriff kein individueller Bezug hatte, sich nicht auf ein Individuum bezog, sondern auf Kollektiv, auf Partei. Und dann als, da sprach man von Partie, Честь и совесть нашей эпохи, hat man damals gesagt. Interessanterweise das gleiche, so der, die gleiche Reihe findet man zur Nazizeit in Deutschland, dass die Ehre wiederum auch als etwas Kollektives empfunden wurde. Честь in diesem Fall, also zu dieser Zeit wurde plötzlich so unpersönlich geworden, dass man überhaupt das in Bezug auf sich selbst man überhaupt nicht gebrauchte oder sehr oft auch ironisch gebraucht wurde. In der Sowjetunion galt es in einigen, nicht in allen, aber in einigen Dissidenten- und Intelligenzia-Kreisen fast als obligatorisch, Mat zu verwenden. Wer Mat nicht verwendete, galt wiederum als regimekonform oder spießig. Aber ich möchte betonen, wirklich in einigen, längst nicht in allen Kreisen der Intelligenzia oder der Dissidenz. Das heißt, Mat hatte durchaus eine Funktion der Differenzierung, des Sich-Abhebens, vielleicht sogar etwas wie ein leichtes Protestverhalten, eines Mat als subversiver Akt, könnte man fast sagen. Also ich habe das Gefühl, dass dieses ganze Begrifffeld, das mit den moralsittlichen Begriffen verbunden ist, in gewissem Sinne tatsächlich fast tabuisiert ist. Dass man Angst hat, sozusagen in diesen Pathos, in diese Rhetorik irgendwie zu fallen, weil was man vielleicht, das hat, hängt vielleicht damit zu tun, dass vielen davon dann zur Nazizeit ausgebeutet wurden und dass dieser Bruch irgendwie, Einschnitt mit 68 auch sehr wichtig gewesen war, weil man versucht danach durch die Sprache irgendwie mit dem Ganzen, was davor gewesen war, sich nicht zu identifizieren. Und diese ganze, weiß nicht, Moral und Sitte und so weiter, das wird plötzlich als was Negatives empfunden. Was wir eben nie gehabt hatten. Wir hatten nie das Problem mit dieser bürgerlichen Moral. Wir hatten das Problem mit den Doppelmoral anders. Ne, das ist von oben dann was vorgegeben wurde und all diese Wörter da existierten. Aber dass man da das nie nie ernst genommen hat. Nie. Das war wie zwei Welten sozusagen. Die Tatsache, dass Sarokin in Norma Ende der 70er bis Anfang der 80er Jahre Mat schriftlich verwendet hat, also schriftlich fixiert hat, war damals sicher ein noch größerer Tabubruch als heute, weil es heute in der Gegenwart, also vor allen Dingen seit den 90er Jahren, doch eine ganze Reihe von Autoren gibt, die Mat verwenden und zwar auch zum Teil ziemlich inflationär verwenden, also Igor Jarkiewicz, Jus Aleschkowski beispielsweise. Man redet zwar anders, aber, ne, aber man weiß dabei, man weiß noch, wie man das schön ausdrücken könnte, in dieser, dieses Gefühl für Literatursprache für die Norm ist viel stärker, also in der russischen Sprache, als in der deutschen Sprache. Mat ist bis heute eine tabuisierte Sprachvariante. Also die Tatsache, dass er in den letzten Jahren häufiger, bisweilen sogar inflationär verwendet wird, besagt umgekehrt ja noch nicht, dass eine Akzeptanz da ist. Also ganz im Gegenteil, es gibt bis heute oder nach wie vor vehemente Gegner des Mat. Insofern muss man natürlich auch beim Übersetzen versuchen, noch
ja, ein gewisses, auch beim im deutschen Text eben ein gewisses, einen gewissen Tabubruch mitzutransportieren. Ich bin der Meinung, dass jede Sprache alles offeriert in irgendeiner Weise, was man braucht. Wenn man aber selber einige Sprachen spricht, dann hat man zu diesen Sprachen doch unterschiedliche Beziehungen. Каждая моя проблема переводческая, она связана с тем, что русский язык не выражает эту вещь. Aber man muss sich immer wieder überlegen, halt, wie man gewisse Dinge wirklich rüberbringt. Auch kompensatorisch, so dass in toto als Ganzes doch so etwas wie ein Äquivalent entsteht. В России очень долго преобладало ощущение, что перевод должен красиво звучать по-русски и соответствовать нормам русского языка. Сейчас наблюдается отход от этой точки зрения, потому что появилось много людей, которые считают, что надо переводить как можно более приближаясь к стилю автора. И мне тоже очень близка эта вторая точка зрения. Мне хочется передать по-русски то, что по-русски не было. Am liebsten würde ich Lyrik übersetzen, wenn es nicht die Schwierigkeiten gäbe, die eben in Metrum und Reim bestehen und wo ich einfach nicht zufrieden bin und wo ich immer denke, es ist die Quadratur des Kreises und ich schaffe das nicht, ich bin nicht zufrieden. Also lasse ich das. Я не согласна с тем, что проза проще стихов. Наоборот, там менее явны эти законы, по которым она построена. Но есть, во-первых, проза, которую ты чувствуешь, что она очень поэтична, что она имеет свой ритм. Этот ритм неправильный, но он есть. И наоборот, это труднее уловить, может быть. В чем это, как это сделано, как это можно передать? Aber dann das nächstbeste für mich ist eben poetische Prosa oder anders ausgedrückt die Prosa von Dichtern und Dichterinnen. Und da spielt eben Klanglichkeit, Rhythmus auch eine sehr große Rolle oder eben das Spiel mit Worten. Manchmal Zwetajwa habe ich am meisten übersetzt. Dieses wirklich Wühlen in der Wortsubstanz, in der Sprachsubstanz, die Sprache als Material. Die Sprache als Material, die man formt, die man knetet, aus der man ganz neue Töne hervorlockt, die man eben auch etwas sogar umformt, wo man Neologismen bildet. Das interessiert mich ausgesprochen. In der Erinnerungsprosa Mutter und die Musik, Mat i Musika, da hat sie auch so Wortbildungen wie Nyankinei und Wankinei. Zum Beispiel, es ist der Satz dann im Deutschen, ich liebte die Tasten wegen der chromatischen Tonleiter, die ich sehr schnell der einfachen, stumpfen, satten vorzog, dieser ammengleichen Hänschenkleinschen. Man kann bei Zwetajwa sehr schön Worte bilden, die Sprache muss es aber auch erlauben. Und sie hat im Russischen eigentlich etwas gemacht, was das Russische in der Häufigkeit nicht kennt. Also sie hat da ausgesprochen, glaube ich, ein bisschen vom Deutschen her gedacht und das Russische in dem Sinn ein bisschen verdeutscht. Bei der Rückübersetzung sind es dann oft im Deutschen auch wieder ungewöhnliche Wörter und Neologismen, aber es ist im Deutschen jedenfalls eigen. Also man kann diesen diese Nominalkomposita, auch eine Zwetajwa, diese ungewöhnlichen, kann man schon ganz gut wiedergeben, weil das Deutsche dafür denkbar geeignet ist. В немецком вот одна и та же приставка может применяться к самым разным словам. Как по схеме вот берется приставка и может применяться практически к любому слову. В русском этого нет, такой системы. Зато в русском очень разнообразные суффиксы, которые
выражают оттенки смысла, которые трудно поддаются логическому описанию. Ich finde das eines wirklich der schönsten, sozusagen eine der schönsten Errungenschaften des Russischen, dass es diese Fülle an Diminutiva hat, die für mich eben sehr viel mit Gefühl zu tun haben und ich glaube objektiv viel mit Gefühl zu tun haben. Also ob man damit Zärtlichkeit ausdrückt oder manchmal auch, es gibt ja auch Suffixe, die dann eher sogar vergröbern, aber das ist ein solcher Reichtum. Das zeigt auch, dass das Russische eine unglaubliche Bandbreite hat, was den Ausdruck von Gefühlen betrifft. Ich glaube, dass es da wirklich dem Deutschen haushoch überlegen ist. Also es kann unvergleichlich mehr bei den Namen, es ist geradezu überwältigend, zum Beispiel vom Namen Jekaterina gibt es 65 Abwandlungen und ich würde es gerne gleich mal vorlesen, weil das großartig ist. Also der Name Jekaterina, Katharina auf Deutsch, kann so abgeleitet werden mit verschiedensten Suffixen: Katerinka, Katerinochka, Katerinuschka, Kasia, Katjok, Katjona, Katjonka, Katjonochka, Katjonuschka, Katjinka, Katjenja, Katjocha, Katjichka, Katjik, Katja, Katrinka, Katria, Katunichka, Katunchik, Katunka, Katunja, Katjka, Katja, Katjulinka, Katjulichka. Я бы хотел такой пример привести. С Александром Даниловичем Меньшиковым, временщиком Петра I, он не был вельможей большим и обязан был своей карьере тем, что он дружил с молодым Петром. Он был как бы личный слуга Петра, человек незнатный, но находящийся в подчиненном положении, именно поэтому в близком положении к императору. И он себя называл Алексашка Меньшиков. И вот это имя, оно объединяет какой-то уничижительный смысл и смысл близости к императору. Aber ich möchte das Grobe hier auch nennen. Das Grobe ist eben, dass es gibt auch die Vergröberungssuffixe, also das würde man dann nicht als Verkleinerungssuffix oft bezeichnen, sondern auch die sogenannten Augmentativsuffixe, also die vergröbernden, alles in Form wirklich von Suffixen, von Endungen. Das Deutsche muss halt hier dann einfach zu irgendwelchen Eigenschaftswörtern greifen, zu Adjektiven, auch bei diesen Augmentativsuffixen, das Russische hat, muss das Deutsche halt dann sagen, ein Riesenkrach oder ein Riesending, wo das Russische eine Endung hat, Ische, für irgendwas Großes und ein bisschen befremdlich oder beunruhigend oder beängstigend Großes. Например, когда Пауль Целан переводил русскую поэзию, переводил Хлебникова, то тоже, не будучи в состоянии передать разнообразие суффиксов, которых нет такого количества в немецком, как в русском, он заменял их на приставки. Он часто создавал необычные сочетания с приставками, с одной, с двумя приставками. Вот этим другим стилистическим средством компенсирует то, что не было. Но интересно то, что он передавал впечатление необычности, которое было в русском стихотворении. Не важно, что он не мог перевести суффикс, важно, что он перевел вот это ощущение необычного слова. Robert Walser ist wirklich ein Spezialist gewesen des Diminutivs. Er hat unglaublich hübsche und geradezu innovative Diminutive gebildet. Also ob es nun heißt Stübchen oder Füßchen, das geht ja noch, aber Geschichtelchen und Mädchennastüchli und Nichtchen, Küsschen mit Bindestrich und Bänkli und Stegli und Hedeli und dann auch reizende Diminutive bei Verben. Im Kabarett tanzte eine umtüchelte Tänzerin oder Schleierlein Wellerletten um sie oder während er noch ehrfürchtelte
oder auch indem sie flott drauf los französelte. Es ist also ganz hinreißend, nur das geht bei Walser, dieses Preziöse, und außerdem hat er natürlich diese Bildung der Diminutive aus dem Schweizer Dialekt übernommen. Er war ja Schweizer und hat diesen Dialekt ja beherrscht und perfekt. Und da gibt es eben die Möglichkeit, Verben mit solchen Verkleinerungsformen auszustatten. Man kann eben sagen, pläuderle, für ein bisschen plaudern. Мне пришлось переводить что-то вроде диалекта в книге Шмидта, в романе «Каменное сердце». Но там не совсем диалект. Там четыре главных героя, и каждый из них говорит на своем языке. Двое из этих героев живут на севере Германии, и говорят они с очень небольшими вкраплениями «Плодочь». Но Шмидт осторожно с этим обращается. Для него важнее записать устную речь, как она звучит, на слух. Как бы, как если бы марсианин записывал на слух человеческую речь, вот как он ее воспринимает. Ich würde sagen, das kann man natürlich überhaupt nicht verallgemeinern. Das kann man einmal tun, wenn man Robert Walser heißt, aber nicht zweimal. Und somit ist es auch keine Lösung. Es sei denn, man hätte jetzt einen Text im Russischen, der nun auch irgendwie dialektal gefärbt ist und wo man sagt, ja, dann versucht man im Deutschen irgendwie ein Äquivalent zu finden, das auch bewusst halt eben abweicht von jeder Hochsprachlichkeit. Я не стала это переводить какими-то диалектами, которые существуют на русском. Между прочим, и потому, что в русской культуре они не очень полноправны, диалекты. Как бы есть литературный язык, которым не принято употреблять эти диалектизмы. Говорят, ну, где-то в Сибири, на севере говорят на своих диалектах, но пишут на этих диалектах так называемые деревенские писатели, это особый такой жанр литературы. И я попыталась построить вот эти разные языки, разные диалекты, пользуясь какими-то фонетическими законами. Ну, например, в простонародной речи проглатывают какие-то звуки. Какие-то звуки приглушают, говорят между, вместо «что», «что», например. Я вот попыталась все это передать, в одном случае смягчая, просто путем добавления мягкого знака. Чтобы передать речь Лины, вот, которая, во-первых, происходит из Силезии, во-вторых, она вообще очень мягкая, такой образ нежный. В других случаях, наоборот, заменяя «и» на «ы», чтобы получилось ощущение важности вот Карла, самодовольства такого. И тут было важно просто последовательно провести вот эту систему закономерности через всю речь. Ich zähle manchmal sogar die Silben in einen Prosatext, damit es für mich eben gerade auch, was Klang und Musikalität betrifft, stimmt. Ägyptolog, который всю жизнь занимался только египетскими текстами, Герард Фехт, он писал, что форма есть не одежда, а тело мысли. Это красивая цитата для ученого, да? Ich übersetze innerlich immer wieder von einer Sprache in die andere. Ich denke Deutsch, aber manchmal kommt ein ungarischer Satz oder sogar ein englischer. Es ist ein wirklich ständiges Übersetzen, das mir irgendwie schon so vertraut ist, dass es oft gar nicht mehr Anlass gibt, darüber nachzudenken. Also es ist wirklich Teil meines Verhaltens, meines Denkens, meines Lebens und dann auch meiner Arbeit natürlich. Kultur может быть прекрасно, замечательно, когда ты ее рассматриваешь изнутри, и тебе кажется, что она универсальна, она дает все. Вот так думали египтяне, кстати, о себе, что у них есть все, что нужно для культуры. Как только ты пересекаешь границу этой культуры и сталкиваешься с другим, с негром, с немцем, неважно с кем, да, ты понимаешь, что у тебя очень многого нет, того, что есть у него, у твоего соседа. Прекрасных вещей. У тебя нет таких красивых цветов.
у тебя нет таких красивых языковых средств, да? У тебя нет такой прически, как у немцев, у негров Йоруба, которые делают такие косички, да? Египтяне думали, что у них есть все самое красивое, самое хорошее. Потом они завоевали Азию, и даже фараон позавидовал азиатам, Аменхотеп II, и фараон устроил у себя в Египте храмы азиатским богам. Сейчас империи нет, но кончится эта тема, по-моему, что ну, культура обогащается в любом случае, когда они сталкиваются. И это зависть, естественно, и желание иметь это. Эта зависть привела к тому, что, например, голландцы везли тюльпаны из Турции, и теперь это их как бы... Я начинал как античный филолог, и потому что меня был юбилей Аристофана, и умер Сталин. И вот эти два события, и было оживление издательской деятельности, грандиозные планы, Гослитиздат. И вот они решили издать двухтомник Аристофана. И вот тогда... Вот с этого, собственно, и началось. Потом я там переводил Эсхила, немножко Еврипида, Платона. Там были у меня античные переводы. Но первым моим переводом с немецкого был рассказ Томаса Манна «Тристан». И вот, собственно, тогда я понял, что больше всего мне бы хотелось переводить именно Томаса Манна. Wenn Sie mich nach meinen Lieblingsbüchern, die ich übersetzt habe, fragen, ich habe eine besondere Vorliebe für Autoren, die sich der heiteren Mittel bedienen. Der Heiterkeit, der Komik, Satire, Ironie, Spott. Und da ist natürlich mein liebster Autor Michael Bulgakov, aber auch Ilf Petrov und Michael Soschenko. Das waren die, die ich am liebsten übersetzt habe, weil man dabei der Arbeit so herrlich lachen kann. Und vielleicht auch, weil Heiterkeit hilft. Das Leben, das ja vielleicht nicht ganz ernst zu nehmen, ist doch etwas leichter zu ertragen. Вот у Томаса Манна в этом небезызвестном вам «Избраннике», который здесь есть, там есть такое место, он говорит о духе повествования. «Der Geist der Erzählung, dessen Mittel die Sprache ist». Die Sprache an sich, die sich absolut setzt und nicht nach Idiomen und sprachlichen Landesgöttern fragt, das wäre auch polytheistisch und heidnisch. Gott ist Geist und über den Sprachen ist die Sprache. Вот мне кажется, что это очень важные слова и важные для переводчика. Потому что, понимаете, с одной стороны, переводчик именно и должен быть политеистиш и гайднеш. То есть для него язык шпраха ist über den Sprachen. Но он-то должен из одного языка перескакивать в другой, значит, он должен сохранить вот, между этими двумя апориями, говоря, так сказать, греческим философским языком, он должен как-то лавировать, и должно получиться. Ein Übersetzer bezieht sein Sprachmaterial aus der Gesamtheit dessen, was gelesen und in seinem Gedächtnis gespeichert hat. Das ist eine Masse von sprachlichem Material, das ihm zur Verfügung steht. Тут нельзя, понимаете, оскорблять главным образом дух повествования. В каждом языке есть наиболее свойственные только ему элементы. Это, во-первых, устойчивые словосочетания,
среди них пословицы и поговорки. Во-вторых, это просторечия, которые всегда носят печать какой-то своей области, так сказать, какого-то точно географического места, даже внутри этого языка. В общем, не литературные слова. И, кроме того, понимаете, ну, сленг, в общем, все это передается, все это очень отличается в одном языке от другого. И как только переводчик сталкивается вот с этой частью, тут начинается его большая трудность. Soschenko lässt seine Helden in der Umgangssprache der kleinen Leute, der Leute von der Straße in Leningrad in den 20er und 30er Jahren reden. Das ist eine derbe, saftige, plastische Sprache, die nun freilich angereichert wird mit sprachlichen Elementen aus der Sprache der neuen Machthaber, aus dem, was ich vorhin Kaderwelsch nannte. Das waren viele Fremdwörter, die dann auch häufig falsch verwendet wurden. Und es entsteht ein seltsamer Mischmasch, der zwerchfellerschütternde Wirkung hat. Und das Deutsche hat, wie gesagt, dafür keine Entsprechung. Und nun muss der Übersetzer sich den Kopf zerbrechen und alles zusammensuchen, was er selber an Umgangssprache drauf hat im Deutschen. Er muss den Mut haben, die Duden-Regeln zu ignorieren, manchmal auch die Duden-Schreibweisen zu ignorieren und all das den Verlagen gegenüber durchzusetzen. Und das ist auch schon manchmal abenteuerlich. Что касается Томаса Манна, то он очень не любил устойчивых словосочетаний. Он er war zu gut für sie, понимаете? Потому что в каждом устойчивом сочетании есть какая-то лень мысли. Ты говоришь блоком. Ты не утруждаешь себя, а, понимаете, говоришь, как бы повторяешь чужое. И вот поэтому в переводе, почему Томаса Манна и трудно переводить, и интересно, потому что вот именно этого он избегает. Вот слово «Siebenzachen», которое мне не удалось перевести, это ведь тоже такой пример, потому что «Siebenzachen», когда а потом перечисляются 6 предметов, а где же 7-й? Wo ist der Sieben? Irgendwo geht was verloren. Und an einer anderen Stelle bietet sich dann ein Schnörkel an, ein kleines ironisches Glanzlicht, das man da einsetzen kann, wenn an der Stelle vielleicht im Russischen ganz neutral der Autor sich ausdrückt. Nicht, das geht und da muss man sich dann zu helfen wissen und man muss die Gesamtsubstanz, sage ich dann, des Stils im Original möglichst herüberzubringen versuchen. Иногда нужно совершенно вот это общий дух передавать совершенно другими вещами. Ну, например, вот там есть такое выражение «der Nil blieb aus». Помните? Когда... Ну, вот как это, понимаешь, это можно сказать по-немецки «er blieb die ganze Nacht aus», или «die Antwort blieb aus», или так далее. Но «der Nil blieb aus». Это нужно сказать, с одной стороны, очень коротко и экономно, но с другой стороны, в этом должна быть игра, потому что и это может относиться только к Нилу, а не к какой другой реке, потому что иногда этого разлива не получается, и наступает, в общем, бесплодие, голод. Я перевел, это тоже какое-то хулиганство, наверное, в этом есть, но это, я перевел, Нил не сработал. Потому что он каждый год срабатывал, а тут вот не сработало. Это слово тоже совершенно современное, из какого-то лабораторного, технического быта. И, казалось бы, ну, в общем, оно... Но в том, как Томас Манн все время сочетает в языке современное со старым,
Это, я думаю, соответствует духу подлинника. Ну, вот, вот такие вот примеры. An einem heißen Frühlingsabend erschienen bei Sonnenuntergang auf dem Patriarchenteich Boulevard zwei Männer. Russisch dwa grajdanina, also zwei Bürger. Russisch geht das, aber mein Gefühl sagte mir, das geht Deutsch nicht. Bürger ist die Anrede, die die Volkspolizei in der DDR für ihre Mitbürger verwandte. Sie redete sie direkt an mit Bürger Schulze. Das ging irgendwie nicht. Und das hätte die Assoziation des Lesers auf ein Nebengleis geführt. Also da muss man dann vorsichtig sein. Потому что совершенно угодишь не туда, куда хотелось. Может быть, иногда просто лучше откровенно спасовать, чем идти на рожон. Потому что, понимаете, из-за какого-то вот словца не пожалеет не то, что родного отца, а все. Можно. Der Roman Der Meister und Margarita erschien zuerst in der Zeitschrift Moskwa im November 1966, das war der erste Teil. Und wir damals im Verlag Volk und Welt gaben die Zeitschrift mit diesem Text einer Gutachterin. Sie schrieb ein begeistertes Lektorat dazu, eine Rezension, ein Gutachten. Der zweite Teil des Romans erschien in Heft 1 der Zeitschrift Moskwa, bestätigte den Eindruck, wir hatten es mit einem Stück Weltliteratur zu tun. Und ich war so glücklich, diesen Auftrag zu bekommen, begann mit der Übersetzung. Und der Verlag Volk und Welt verhandelte derweil mit westdeutschen Verlagen, die eventuell eine Lizenz von uns übernehmen würden. Das Rennen machte der Luchterhand-Verlag, der bekam die Lizenz. Und wahrscheinlich war es der Luchterhand-Verlag, der mir eine anonyme Sendung zukommen ließ mit einer Broschüre. Da stand vorne drauf Bulgakow, Russisch. Bulgakow, Der Meister und Margarita. Ich fing an zu blättern, traute meinen Augen nicht. Es war eine komplette Liste der von der russischen Zensur gestrichenen Stellen. Etwa 180 an der Zahl. Das waren etwa 6% der gesamten Romansubstanz, die auf diese Art von der Zensur herausgestrichen worden waren. Когда я вообще увидел, что Томас Манн мой любимый автор, мне очень хотелось перевести Иосифа и его братья, который я прочел, восхитился и подумал, вот бы мне это перевести. А еще тогда собрание сочинений шло. Уже оно было запущено, вот этот десятитомник, о котором мы говорим. Но мне сказали нет, не входя, так сказать, в содержание, ни во что. Что ну что вы, это еще 10 томов, это и так много, и больше не будет, не войдет. Это слишком громоздко. Это было действительно звучало, будьте довольны, что дают десятитомного Томаса Манна. И я с этим внутренне соглашался и действительно был доволен. Трудности вот начались тогда, когда уже была корректура. Это был 67-й год. Я сидел, читал верстку, а в это время началась шестидневная война на Ближнем Востоке. И мне сказали, что дело под сомнением, а настолько под сомнением, что, может быть, вообще не издадут, а набор будет рассыпан. Вы сохраните у себя вообще экземпляр этого набора, может, дальше. Ну, я не только сохранил, но я не только сохранял, но я почему-то недооценивал всей трудности этого дела. Я еще правился, старался сделать эту корректуру лучше и думал, а, ну не может быть, чтобы столько я работал, ну что же это такое? Наивен был, конечно, но, может, наивность меня и спасла. Я работал столько же, сколько работал Иаков и Лавана, 7 лет. Das Buch hat in der DDR und auch in der Sowjetunion eigentlich einen Kultstatus erlangt. Und warum?
weil es zu der Zeit, als es geschrieben wurde, das war zwischen 1928 und 1940, da war der sogenannte sozialistische Realismus Dogma, an das sich alle Literaten und Verlage und auch die Zensur zu halten hatten. Und dieser Roman, der Meister und Margarita, ist unendlich weit davon entfernt. Und war wahrscheinlich deshalb die große Liebe der Leser dazu und auch meine Liebe dazu. Боже мой, не было дня без звонков. Было очень много писем. У меня они где-то хранятся от совершенно неведомых мне людей. Если это произведение было переводное, ну, так сказать, оно резко не походило на ту скучную и, так сказать, продвигаемую литературу, ну, условно говоря, социалистического реализма, то, конечно, оно выход такого произведения вызывал огромный интерес, очень широкий интерес. И, соответственно, так сказать, переводчик находился в каком-то смысле в центре внимания. То, чем вы не восхищаетесь внутренне, лучше не переводить. Если вы видите, что тут, так сказать, это вас взволновало, а еще лучше восхитило, вот как с Гесса вот у меня было, это стоит. А если нет, а если только какие-то другие соображения, ну, иногда приходилось на начальных порах работы, а ну, вообще, вот понимаете, тут очень помогает никакая не школа, а то, что внутри вас это находит отклик. У вас найдутся и слова, и обороты, и запал для работы. Все найдется, если вы увлечены. А если не увлечены, то плохо. Может ли сделать счастливым перевод? Конечно, когда удается что-то, то, как и в любом другом случае, он делает счастливым. Übersetzen kann glücklich machen. Manchmal leidet man furchtbar. Also ich würde mal so sagen, es gibt auch da das himmelhoch jauchzende und das zu Tode betrübte. Manchmal gibt es furchtbare Durststrecken. Und es ist für mich sehr, sehr schwierig und geradezu qualvoll. Und dann gibt es wirklich so Epiphanien. Es macht Spaß. Also ob es glücklich macht, weiß ich nicht. Mir macht es Spaß. Mir macht vor allen Dingen die Arbeit mit der deutschen Sprache dann Spaß. Natürlich auf der Grundlage der russischen Sprache, aber glücklich macht es mich nicht, nein. Das Unzulängliche hier wird Ereignis, heißt es bei Goethe, und das stimmt. Manchmal ist es Ereignis, wenn du fühlst, dass du es ergriffen hast, aber meistens ist es nur Arbeit und Arbeitspensum und alles, was zur Arbeitsmüdigkeit und Arbeitsmühe, alles, was zu jeder anderen Arbeit gehört, glaube ich so. Для меня это более чем удовольствие, это как бы моя жизнь. Мне плохо, если проходит день, вот когда я не могу переводить по каким-то причинам. Es macht glücklich, finde ich, in dem Moment genau, wo es in der eigenen Sprache ankommt. Also wo man dann plötzlich das Gefühl hat, der Text lebt in der eigenen Sprache. Es ist auch in gewisser Weise ein neuer Text entstanden und man kann jetzt daran irgendwie so die letzten
Schleifarbeiten schon rein im Deutschen vornehmen. На самом деле для меня это всегда состояние счастья, потому что есть текст, перед которым я всегда благоговею, потому что мне, слава Богу, повезло, и я переводил только хороших авторов. И есть возможность, как говорится, вот убиться, расшибиться насмерть, но сделать что-то примерно такое же, чего в родном языке никогда не было. И, конечно, когда это есть, это полное счастье, полное. Da gibt es keine Brücken, da bleibt immer eine Kluft. Und das macht mich sehr oft verzweifelt. So verzweifelt, dass ich dann an die armen alten Übersetzer denken muss, die sich, gab es solche Fälle, wo sie sich erschossen haben, weil sie nicht imstande waren, ein Wort zu übersetzen. Na, es macht schon glücklich. Es macht vor allen Dingen dann glücklich, wenn man unter den Umständen übersetzt, wie ich das viele Jahrzehnte getan habe. Nämlich in der DDR, eigentlich eine Diktatur, der man mit Hilfe des Übersetzens doch schon ab und zu mal was auswischen konnte. Ich weiß es nicht. Also was weiß ich, ich habe blaue Augen. Macht es mich glücklich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe Sommersprossen. Das macht mich nicht unglücklich. Ich weiß es nicht. Also ich kann jedenfalls ohne nicht.